dass alles in einem schönen Gleichgewicht passieren darf und dass es auch dann am gesündesten ist für mich oder nicht geborgen fühle. Und das bringt dann heraus aus mir, dass ich etwas kontrollieren muss. Ich muss die Umgebung und die Vorfälle kontrollieren. Guck dir das doch an mit einer weiblichen und einer männlichen Energie zum Beispiel, also dafür, dagegen und so. Und guck, ob du dieses Thema, diese Irritation höher in deine Energie bringen kannst. Mhm. Es ist einfach ein Spielzeug, ein Werkzeug, um sich weiterzuentwickeln. Wie man es benutzt und wie oft man es benutzt, das ist das Wichtige. Das authentische Gleichgewicht kommt, indem man sagen kann, da bin ich noch verwundet, da habe ich noch Schmerz, lass mich das auflösen und dann brauche ich das nicht mehr zu machen, um das auszugleichen.